Hier kommen wir durch. Hilfst du mir mal? Siehst du das? Das muss Kubakyaku sein. Wir müssen da runter. Ist das hier wirklich ein Weg? Na los, bleib nah bei mir. Das ist definitiv kein Weg. Oh. Oh. Oh Gott! Fast geschafft. Fast geschafft, das sagst du ständig. Oh, hab dich! Alles okay? Ich bin okay. Nur noch ein paar Schritte. Okay, okay. Bist du okay? Ich bin okay, bin okay. Wer hat das wohl alles gebaut? Möglicherweise die Inka. Sie wussten viel über Hydraulik. Diese Konstruktion ist hier, weil wir auf dem Weg in das Dorf sind. Die Brücke ist unten. Können wir sie mit dem Gegengewicht anheben? Vielleicht. Dieses Wasser ist bestimmt trinkbar. Willst du es probieren? Ich bleib bei den Flaschen, die wir in den Kisten beim Flugzeug gefunden haben. Vielleicht gibt es auf dem Wasserturm ein Ablassventil. Hätte ich gewusst, wie viel Zeit ich in der Wildnis verbringe, hätte ich in dem Jahr bei den Pfadfindern besser aufgepasst. Hat's dir nicht gefallen? Ja, wir haben solche Sachen wegen deiner Familiensituation eher selten gemacht. Und du? Warst du als Kind bei den Pfadfindern oder im Sommerlager? Zählt Internat auch? Keine Ahnung. Zählt es? Wahrscheinlich nicht. Aber Roth hat mir einiges gezeigt. Mir waren Erwachsene schon immer lieber. Ja, ich vermisse ihn. Ich auch. Hey, das hat was bewirkt. Ich glaube, das Wasser betreibt die Brücke. Ohne Eli wird dein Arm schnell verheilen. Ja, es geht mir auch schon viel besser. Es ist zu schwer. Hilf mir mal. Das Wasser füllt den Eimer. Gut, mal sehen, was die Gegengewichte machen. Der Eimer leckt. Komm zurück, wir versuchen es nochmal. Wir müssen das Rad wieder raufbringen. Okay, Jonah. Kannst loslassen. Das war's. Gehen wir rüber. Hier müssen wir wohl durch. Nach dir. Eine Art von Stele, oder? Kannst du mir mal helfen? Klar.
ist das? Das ist ein Rezept. Eine Kräutermischung zur Konzentrationssteigerung. Das könnte helfen, wenn wir Jaguare treffen. Hoffentlich nicht. Hier drüben geht's raus. Wir nähern uns dem Dorf. Gut, ich will zurück in die Zivilisation. Diese Ruinen sind anders als die in Mexiko. Erwähnt er Dad in den Notizbüchern Peru? Nein, es soll aber eine geheime Stadt aus Gold in Peru geben. Paititi. Alle Schatzsucher der Welt wollen dorthin. Dads Notizen enden in Mexiko, als hätte er das Interesse verloren. Oder, keine Ahnung, der nächste Band behandelt Syrien. Ich bin so erleichtert, dass Jonah wieder da ist. Vor allem, nachdem Miguel... Gut, dass Jonah nicht groß gefragt hat. Die Jaguare. Er soll sich nicht sorgen. Das wäre nicht hilfreich. Wir müssen gut vorbereitet sein, wenn wir es mit Trinity aufnehmen wollen. Da kommen wir raus. Jonah, hilf mir mal. Und 3, 2, 1. Alles in Ordnung? Los, hilf mir. Oh,
Dein Rücken sieht übel aus. Ich baue für uns ein Lager auf. Lass mich mal sehen. Das sieht übel aus. Oh. Weißt du, nach allem, was wir in letzter Zeit durchmachen mussten, musste ich viel an meinen Bruder denken. Ich habe immer versucht, ihn zu beschützen. Vor meinem Vater. Vor sich selbst. Aber ich habe ihn verloren. Du hast alles getan, was du konntest. Wäre ich damals, als er mich gebraucht hat, am richtigen Ort gewesen, dann wäre er immer noch hier. Wenn ich nur Augen im Hinterkopf hätte. Du kannst aber nicht jeden beschützen. Danke. Gern. Er fehlt mir. Ich weiß. Wie meine Eltern. Sie fehlen mir auch sehr. Ich hatte vor kurzem einen Traum von meiner Mutter. Ach ja? Es fühlte sich so realistisch an. Als ich klein war, hat mein Vater vieles von mir verborgen. Oder versteckt. Besonders wenn es um sie ging. Warum hat er das gemacht? Nach ihrem Tod dachte er, das würde mir Schmerz bereiten. Natürlich hat es mich nicht davon abgehalten, danach zu suchen. Aber trotzdem habe ich noch so viele Fragen. Dein Dad hat Geheimnisse gelüftet und geschaffen. Dominguez sagte, er würde die Schatulle von Ixchel dazu benutzen, um die Welt neu zu erschaffen. Wenn du so viel Macht hättest, was würdest du tun? Wahrscheinlich Panik kriegen. Würdest du nicht in die Vergangenheit gehen wollen, um wieder bei deinem Bruder zu sein? Und dafür alles andere verlieren? Niemals. Ich liebe diese Welt, sie ist nicht perfekt. Aber alles, was mir jetzt wichtig ist, ist da. Um den Schatz zu finden, muss die Entdeckerin Lara Croft den König überlisten, das verbotene Grab erreichen und das Geheimnis der Weißen Königin lüften. Sie wird viele Prüfungen bestehen müssen. Lara, machst du deine Mathe-Hausaufgaben? Die Entdeckerin darf keinesfalls weiter zögern. Mach ich gleich, Dad! Die hohen Mauern der Burg locken höhnisch.
klettert über einen See aus blubbernder Lava. Bestien kreuzen den Weg unserer Helden. Ob sie blutrünstig sind? Unsere Heldin muss aufpassen, damit der König nichts merkt. Ja, das ist mir bewusst. Was hat Lara mit der ganzen Sache zu tun? Sie macht in ihrem Zimmer Hausaufgaben. Sie hat nicht viel Zeit. Die Königswache erwartet nicht, dass Croft die Burg erklettert. Der Turm der Burg ist höher als erwartet. Unsere Heldin klettert weiter und sucht einen Zugang. Unsere Heldin erspäht noch einen Zugang. Psst, geh weg! Die kleine Lara stellt sich der enormen Höhe und der Gefahr und denkt nicht mehr daran. Geschafft. Oh. Sie findet wieder Halt und ihr Ziel. Und nun auf zum verbotenen Grab. Die Brüstung ist beschädigt. Sie muss sich durchquetschen. Ganz nah, kann es fast berühren. Aber da ist ein unsichtbares Kraftfeld. Es muss einen anderen Weg geben. Unsere furchtlose Abenteurerin ist auf dem Gipfel. Unter sich einen Zugang. Sie muss vorsichtig sein. Warum mache ich immer Dummheiten? Scheiße! Endlich betritt sie das verbotene Grab. Wow! Nachts stahl die Fledermaus die Königin bei 30 Nord und 90 Ost. Aus ihrer Feder floss ihr Herz, entlässt die Liebe Licht um Toast. Ob die weiße Königin wohl einsam ist?
lässt die Liebe Licht umtost. Geschafft! Croft hat das verbotene Mezzanin betreten. Sie muss vorsichtig sein. Ein Tyrannosaurus Rex Baby. Ob es auch seine Mutter verloren hat? Ein Yatiri, ein Heiler aus Südamerika. Wo du auch stehst, diese Masken scheinen dich anzustarren. Tierschädel, Omen des Todes und Symbole. Einige Artefakte kenne ich gar nicht. Solche Rüstungen trugen die Conquistadores im Zeitalter der Entdeckungen. Was haben sie gefunden? Eine Ariki-Statue. Von den Cook-Inseln? 25. Dynastie. Das Innere des Sarkophags ist unglaublich fein gearbeitet. Das ist griechisch? Nein, persisch. Was bewacht sie wohl? Eine persische Löwin. Jemand hat ihren Kopf gestohlen. Was hat sie wohl betrachtet? Die Flügel entfalten sich. Das Schild reflektiert den Lichtstrahl. Königin, sie ist gefangen. Ich muss ihr helfen. Jetzt kann ich sie befreien. Lässt die Liebe Licht umtost. Erstaunlich. Mit klopfendem Herzen überschreitet unsere Heldin die Grenze zum Unbekannten. Das sind Mamas Sachen. Der Pfad sei dunkel und bewacht von Fledermäusen, sagte der rote Ritter. Die weiße Königin blickte ihn mit einem neugierigen Lächeln an und sagte: Fledermäuse? Ich habe keine Angst vor Fledermäusen. Ich habe vor überhaupt nichts Angst. Was malst du denn da?
Du und ich, wir reiten in Ägypten auf einem T-Rex. Wo ist Daddy? Der arbeitet. Ja, das ist sehr wichtig. Ich kann so kurz davor meine Pflichten nicht vernachlässigen. Du bist immer kurz davor. Deine Besessenheit zerstört unsere Familie. Besessenheit? Ich bin besessen. Du verpasst die Kindheit deiner Tochter, weil du immer in irgendwelchen Gräbern auf der anderen Seite der Welt rumwühlst. Wieso kannst du nicht mit dem zufrieden sein, was du hast? Um Gottes Willen, das ist doch gar nicht dein Problem. Dad? Bitte, du musst das verstehen. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste, was ich je entdeckt habe. Ich verstehe dich ja, aber was soll ich denn machen? Dad? Dad! Morgen. Also, Berg mit Silberkrone? Ja. Was hält der Dschungel wohl heute für uns bereit? Ach, was es auch ist, wir schaffen's schon. Hey, schlimmer als gestern geht's ja nicht, oder?